An dieser Stelle wollte ich sagen, es ist Sunna, also das ist nicht Sunna, das ist Halal, darf man machen. Das hier, es ist Sunna, den Schnurrbart zu kürzen. Ja? Also es ist von der Rechtleitung des Propheten, den Schnurrbart zu kürzen. Es gibt da Meinungsverschiedenheiten, ob man den also richtig kürzt mit so einem Rasierapparat, ja? Beispielsweise, oder ob man das halt etwas so stehen lässt. Aber das soll nicht lang sein. So ein langer Schnurrbart, das ist nicht von der Sunna. Ja? Auf jeden Fall, das erstmal dazu. Und dann ist es auch Sunna, die Haare am Körper, wie zum Beispiel die Achselhaare zu entfernen, alle 40 Tage, und die Schambehaarung zu entfernen. Ja? Das wollte ich noch kurz gesagt haben, weil ich habe gemerkt, dass das viele gar nicht wissen. Das steht in Bukhari, Muslim. Das ist eine Sache, die überall steht. Und ich wollte da kurz drauf aufmerksam machen. So.